Es ist noch immer keine Ruhe eingekehrt, sagt er. Pastor Steffen Paar war einer der Ersten, der sich öffentlich gegen den Rechtsextremismus in seiner Gemeinde und für den Zusammenhalt stark gemacht hat. Ich glaube, es ist nicht in die Normalität zurückgekehrt und ist auch gut so. Schmierereien, Hakenkreuze oder wenn in den Medien was gebracht wird, da sind Leute aufmerksamer, weil sie wissen, das haben wir ja auch schon erlebt, da kann ich nicht einfach drüber hinweggehen. Rückblick. Im Oktober tauchten an Laternenmasten, am Fenster vom Gemeindehaus und an Stromkästen rund 30 solcher Aufkleber mit rechten Parolen auf. Als Sülfelder diese entfernen wollten, sind zwei laut eigenen Aussagen von einem polizeibekannten Rechtsextremen angegriffen worden. Diese Tat hat vielen Sülfeldern gezeigt, dass sie handeln müssen. Also ein wachsameres Verhalten, aber mein Eindruck ist auch ein viel aktiveres. Also Demokratie ist nicht nur einfach da, wir schaffen diese Demokratie und zwar hier. Seit dem Angriff im Oktober sind in der Gemeinde viele verunsichert. Und so haben die Gemeindevertretung und 30 engagierte Sülfelder gegen rechts alle heute in der Sporthalle versammelt. Wie sie sich vor rechten Angriffen schützen können, wie sie die gute Stimmung wieder zurückholen können, das wollen sie hier erfahren. Viele wollen darüber aber nicht sprechen. In der vergangenen Woche hatte die Freiwillige Feuerwehr in Sülfeld noch einmal für Aufruhr gesorgt. Nach den rechtsextremen Vorfällen hatten die Gemeindevertretung und 15 Vereine eine Erklärung unterzeichnet gegen rechte Gewalt. Nicht aber die Feuerwehren der Gemeinde, aus Angst um ihre Jugend und die Einsatzkräfte. Nach einer Krisensitzung mit dem Bürgermeister hat sich mittlerweile aber auch die Feuerwehr in einer gemeinsamen Erklärung klar gegen Intoleranz und rechte Gewalt positioniert. Der Vorteil war eben, dass wir sehr, sehr stark zusammengerückt sind. Also in den letzten 20, 30 Jahren war hier in der Gemeinde ja nicht so wahnsinnig viel Aktion. Und durch diese Sache sind wir sehr stark zusammengerückt. Der Bürgermeister hofft, dass in seiner Gemeinde irgendwann wieder Ruhe einkehrt. Die Sülfelder immer weiter durch gemeinsame Aktionen im Kampf gegen rechts zusammenwachsen.